Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Review bei mir hier bei Big G's Tintenkiste und willkommen bei Video Nummer 7 von 10 der Monteverdi Emotions Inc. Serie quasi. Heute geht es um die Weisheit, die aus den Löffeln gefressen wird, ne, oder so. Auf jeden Fall ein Lila von Monteverdi, das mir schon ganz, ganz gut gefällt eigentlich, ja. So in Bild und Schrift quasi gesehen, wenn man jetzt mal so schaut, Monteverdi Emotions Inc. Farbe heißt Wisdom. Also Weisheit. Ja. Und was ich hier schon interessanterweise erkennen kann, schon hier raus, das hatte ich jetzt bei den ganzen Tinten noch nicht so den Fall, dass bei diesen Schmiertests. Wenn man es hier gleich wegwischt, vor dem Strich, der gerade gezogen wurde, sieht es fast schon eher in Richtung pinkig aus, würde ich sagen. Ja, so leicht schattieren tut die Tinte auch scheinbar. Hier bei dem kleinen K zu sehen oder hier bei dem kleinen T. Ja. So als Ink Swap. Irgendwie sieht mir das jetzt schon so aus, als ob das irgendwie leichte Anflüge hat von Sheen-Effekt oder so. Ja? Also auf jeden Fall, das schauen wir uns mal genauer an. Oder auf, eher gesagt, dem Tomoe River Papier. Ja, das ist schon wieder genug. Ja. Um die Tinte schon mal so ein bisschen zu vergleichen zu können, natürlich zeige ich euch gerne so ein paar Swaps. Einmal natürlich hier das Original Monteverdi Emotions Wisdom. Ja, beim direkten Vergleich bei Iroshizuku Yuro Gin, auch eine neue Tinte. Jean Herbin Violet Bercé. Dann haben wir hier noch Diamine Violet, Rohrer und Klingner Cassia, Diamine Bilberry, ja, und das hat schon, geht schon in die Richtung. Amazing Amethyst, Diamine Lavender, Majestic Purple und um kurz nochmal zurückzugehen auf das dunklere Sailor Nummer 950 und natürlich Diamine Purple Rain. Ja, so zum kleinen Vergleich.
Und wie die Tinte aussieht, wenn sie trocken ist, das sehen wir gleich. So Leute, back again. Tinte ist jetzt trocken. Monteverdi Emotions Ink Wisdom. Weisheit. Wunderbar. Und gleich kann man jetzt hier schon sehen, da steckt richtig schöne Sheen drin. Ja, dieser gelblich-grüner Sheen-Effekt, den man jetzt hier sehen kann, lässt sich leider nicht herauserkennen in der Schrift, was wirklich schade ist, weil es sieht wirklich sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Ja. Selbst hier auf dem Swap, auf dem Rhodia Dot Pad, kann man es ganz leicht erkennen. Also hier zum Beispiel da in der Ecke, an dem Eckchen oder hier hauch dünn. Aber eben leider nicht jetzt so in der Schrift. Ist aber jetzt auch nicht wirklich so schlimm. Sie shaded. Ja. Eine schöne Tinte, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Also zumindest diese Tinte aus der Emotions-Reihe von Monteverdi ist absolut hervorragend gelungen. Bisher habe ich jetzt auch nur gesehen, bei diesen rötlicheren Tinten, also bei Love, dieses Rot, Emotions, Motivation, Moment. Hier nochmal kurz zum Erinnern. Sieht auch ganz schön aus eigentlich, nur halt hier also hier in diesem bei Motivation und bei Joy, da ist diese krustigere Masse dabei, die am Ende dann eben den Füller so ein bisschen verstopft, was nicht sein muss. Das gefällt mir nicht so. Die anderen Tinten, muss ich sagen, bisher gefallen mir ganz gut. Hier das grüne Hope und das Confidence Blau. Genauso auch wie die beiden Farben hier. Na, ich bin gespannt, wie die anderen Farben noch werden. Und ihr bestimmt auch, ne? Und damit war es das jetzt eigentlich auch schon wieder für heute, für dieses Tintenreview. Monteverdi Emotions Ink Wisdom, also Weisheit. Ein schönes lila, rötliches Lila. Schön, gefällt mir. Wie gefällt es euch, Freunde? Ja, habt ihr schon eine Tinte entdeckt aus dieser Serie, die euch vielleicht gefällt? Teilt es mir mit in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Review, Freunde. Bis bald und tschüss.